Der zweite Aspekt ist, wie wir den Imam richtig zu erwarten haben, ist, wie hat unser Akhlaq zu sein? Wie hast du dich zu benehmen in dieser Zeit der Verborgenheit? Wie hast du dich zu benehmen, um korrekt den Imam zu erwarten? Amirul Mu'minin, Nahjul Balagha ist voll davon. Amirul Mu'minin spricht in einem der Weisheiten in Nahjul Balagha über einen Bruder, den er hatte, der mehrere Eigenschaften besaß. Es sind einige, zum Beispiel, dass er nicht von seinem Magen gefangen war, nicht der Dunya hinterher war. Das, was er sagte, daran sich auch gehalten hat. Es sind sehr viele Eigenschaften. Und Nahjul Balagha ist voll mit diesen Weisheiten vom Imam. Ihr habt die Hausaufgabe jetzt, die nicht kontrolliert wird, Gott kontrolliert sie, inshallah. Ihr habt die Hausaufgabe, Nahjul Balagha, die Weisheiten aufzuschlagen und zu suchen, was sind das für Dinge, die der Imam sagt und vor allem dieser Bruder, den er hatte. Und am Ende sagt der Imam, sei auch so. Amirul Mu'minin will von dir, dass du diese Eigenschaften besitzt. Wir können alles aus Nahjul Balagha nehmen, ob es jetzt der Brief an Malik al-Ashtar war oder die Briefe an Muawiyah. Wir sind jetzt nicht Muawiyah, aber der Imam gibt den Nasiha und wir können diese übernehmen. Wir können diese Überlieferung und diese Briefe und Predigten annehmen. Alle Weisheiten des Imams können wir bzw. sollen wir nehmen und in unser Leben etablieren. Wenn Amir al-Mu'minin a.s. diese Dinge verlangt hat, dann will sie Imam Mahdi bestimmt natürlich auch. Er wird doch nichts anderes als sein Großvater Amir al-Mu'minin wollen. Und er ist die Stadt des Wissens. Wenn Hammam zu Amir al-Mu'minin kommt und sagt, O Imam, bitte beschreibe mir die Muttaqin, die Gottesehrfürchtigen. Und der Imam sagt, sei so und so, sei so und so, tue Gutes und mach keine Sünde und dann bist du inshallah von denen. Er sagt, nein, erkläre mir, wer sind die Muttaqin? Und dann zählt der Imam 110 Eigenschaften ungefähr auf. Und am Ende der Predigt hat dieser Hammam einen Schock bekommen und ist gestorben. Das war zu schwer für ihn. Aber der Imam will, wenn er sagt, die Muttaqin sind 1, 2, 3, 4, 5 bis 110, dann will er damit auch sagen, du sei auch so. Ich will, dass du diese Eigenschaften auch hast. Und wir müssen versuchen, diese Eigenschaften zu verinnerlichen. Oder der letzte Wille Imam Hassans a.s. Der letzte Wille Imam Amir al-Mu'minins an seinen Sohn Imam Hassan. Mein Sohn sei so und so. Und der Imam ist doch der Vater dieser Umma. Ana wa Ali, aber wa hadhihi al-Umma. Ich und Ali sind die Väter dieser Umma. Und wenn Ali, der Vater dieser Umma, zu seinem Sohn sagt, sei so und so, dann sagt er es zu mir und dir auch. Das heißt, mach Nahjul Balagha auf. Mach das Testament, den letzten Willen von Amir al-Mu'minin auf und guck, was will denn dein Imam von dir? Was verlangt er von dir? Er ist doch auch unser Vater. Sogar besser als unser leiblicher Vater. Wenn wir nicht alles können, wenn wir nicht alles umsetzen können, weil wir vielleicht ein bisschen schwächer sind, müssen wir, soweit es geht, es wenigstens versuchen, in die Richtung zu gehen. Der Imam sagt auch, unterstützt mich durch Wara und Ijtihad. Habt Gottesfurcht. Geht nicht mal in die Nähe von einer Sünde und bemüht euch. Dann helft ihr mir, dann unterstützt ihr mich. Das sagt Amir al-Mu'minin, a.s. Das heißt, der Imam ruft nach Unterstützung, indem wir uns ändern müssen. Der Imam ruft dich, aber du musst dich ändern. Mehr will der Imam nicht. Deswegen haben wir uns mit uns selbst zu beschäftigen und so unterstützen wir Amir al-Mu'minin und alle Imame alayhi salam. Das ist die zweite Bedingung, den Imam Mahdi alayhi salam korrekt zu erwarten. Es wird von uns guter Akhlaq erwartet, damit wir auch zu den Erwartenden gehören. Ein Gefährte kam zu Imam Sadiq alayhi salam und hat gefragt, Mat al-Faraj, wann ist die Erlösung? Wann ist Faraj? Wann ist der Faraj? Wann ist diese Erlösung? Und Faraj heißt Erlösung im Allgemeinen, nicht nur speziell auf Imam Mahdi, sondern allgemein ist es die Bedeutung von Erlösung. Wenn wir auch eine Haja haben, einen Drang haben, irgendwas Besonderes wünschen von Gott, dann sagen wir auch, bring es zum Faraj, also erlöse uns von diesem Leid. Und wie gesagt, haben wir Dua al-Faraj für Imam Mahdi a.s. und natürlich auch andere Dua al-Farajs. Aber Faraj ist im Allgemeinen die Erlösung und nicht nur speziell die Wiedererscheinung.
Aber der Zuhur von Imam Mahdi, die Wiedererscheinung von Imam Mahdi, ist vom Faraj. Und der Imam antwortete mit einer Frage. Wenn du morgen aufwachst und dein Imam ist verborgen, du findest mich nicht, ich Imam Sadiq, bin jetzt nicht da, was machst du? Jetzt ist der Imam leicht zu finden, also zu der Zeit von Imam Sadiq, er ist leicht zu finden. Aber was tust du, wenn du gerade Imam Sadiq a.s. nicht triffst, du bist irgendwo und dein Imam ist irgendwo. Du bist auf Reise, du hast deinen Imam nicht bei dir, was tust du da? Und er sagte, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das, was wir jeden Tag haben, darüber hat er nicht nachgedacht. Und der Imam sagte, mach das, was du auch tun würdest, wenn ich in deiner Nähe wäre. Fertig. Was heißt das für uns? Wir haben das zu tun und uns so zu benehmen, als wäre Imam Mahdi jetzt hier. Nichts anderes. Wenn Imam Mahdi morgen kommt, alaihissalam, werden dann alle Ehepaare glücklich auf einmal? Gibt es dann keine Scheidungen mehr? Heiraten alle? Nein, das muss doch jetzt geschehen. Jetzt darf es doch keine Scheidungen geben. Jetzt darf es doch keine Probleme geben. Warum soll es geändert werden, wenn der Imam kommt? Du bist doch sein Anhänger. Er braucht doch dich. Warum willst du dich erst ändern, wenn er kommt? Du musst dich doch vorher ändern, damit er kommt. Was soll er sonst mit dir anfangen?